Ja, willkommen alle zu unserer zweiten Interview-Ecke. Heute zu Gast habe ich bei uns den Christian. Hallo Christian. Moin. Dann können wir auch schon aufhören. Dieses Video wird präsentiert von Kotami, euer Laden fürs Hobby. Ja, hallo miteinander, willkommen zurück auf dem Kanal. Das ist unsere zweite Interview-Ecke. Zu Gast habe ich heute den Christian. Hallo Christian. Guten Abend. Hi. Alles gesund bei dir? Ja, doch. Doch. Gesund auf jeden Fall, ja. Corona-Krise halbwegs im Griff? Wo ist er denn? Akustisch gerade? Corona-Krise halbwegs im Griff? Ach so, ja, natürlich. Auf der Arbeit natürlich dadurch was stressig, aber ist halt bei allen momentan so, denke ich mal, ne? Ja, du bist ja ziemlich fett im Brennpunkt, ne? Ein Kreis weiter, ne? Ist halt unser Ausbruchspunkt Null in Heinsberg, Ja, deswegen ist genau. das. Ja, erzähl mal was über dich. Ich bin, ja, je nachdem, wann das Video jetzt ausgestrahlt wird, so nahezu 27 Jahre schon wahrscheinlich. Ich verdiene mein Geld so, wenn ich mal nicht auf dem YouTube-Kanal unterwegs bin, als Notfallsanitäter im Kreis Düren. Und ja, jetzt momentan viel zu tun und dementsprechend auch auf dem Kanal momentan etwas weniger präsent, habe ich so das Gefühl. Ich sehe immer Videos von Daniel und von Finn zum Glück, die so ein bisschen den Content aufrechterhalten. Aber mein Schwerpunkt mittlerweile mit Marvel Crisis leidet aktuell durch die Situation und auch durch einen privaten Umzug bei mir jetzt gerade. Deswegen, ihr seht, die Videos von mir sonst kennen, so der Hintergrund sieht schon ein bisschen anders aus. Ich arbeite noch damit daran, wo die Kamera demnächst hinkommt und ja, alles momentan was viel, aber alles zu meistern und zum Glück toi 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 gesund geblieben, wie der Rest vom Team auch. Und ja, Jetzt bist du ich die glaube. Nummer 2 auf dem YouTube-Kanal. Erzähl mal, wie kam es Ja. dazu? Das ist jetzt fast 2 Jahre her. Ich bin mit dem damaligen Klassen, also ehemaligen Klassenkamerad, kann man schon sagen, ne? Wir haben unser erstes Star Wars Legion-Turnier halt besucht in Oberhausen damals, die Headblastcon. Und mein ehemaliger Klassenkamerad ist halt auch Soldat und kannte den Daniel schon privat von Herr der Ringe früher. Und er sagte, ja, der hat einen YouTube-Kanal, bla bla, und man trifft sich da und zockt, der macht das wohl auch. Da kam Daniel wohl gerade aus dem Einsatz zurück und man kam kurz ins Gespräch, hat gesagt, so, ey, cool. Und er sagt, ja, komm, pass auf, ich mach mit. Und seitdem bin ich dabei. Generell zum Hobby gekommen bist du wie? Ich habe damals einmal eine Klasse wiederholt und in der neuen Klasse zockten die Jungs halt Herr der Ringe. Und weil die Herr der Ringe gespielt haben, habe ich mich dran gehängt. Da kam man von Herr der Ringe zu Warhammer 40.000. Dann haben wir mal kurz mit Warhammer Fantasy gespielt. Dann haben wir ein bisschen Blood Bowl gespielt und. Das zog sich jetzt so durch. Da habe ich mal eine komplette Pause gemacht, nachdem X-Wing sich das Meta damals mal geändert hatte. Ich glaube, das war kurz vor der Geburt meiner Tochter 2016 oder so rum. Und nach meiner Trennung und Scheidung habe ich dann gesagt, da komm, jetzt hast du ein bisschen Zeit wieder. Und dann kam gerade Star Wars Legion raus und seitdem bin ich dabei. Ja, X-Wing. Warum spielst du denn X-Wing nicht mehr? Das war damals das, zuerst waren es die Krabben, da habe ich die Weltmeisterschaft damals mitgespielt und bin gnadenlos in der Vorrunde vernichtet worden. Danach kam das U-Boot-Meta so ein bisschen und irgendwann habe ich einfach keine Lust mehr gehabt. Das ging mir zu schnell, ich spielte halt gar nicht Scum und ich habe nochmal kurz eine Sternstunde mit, ich glaube, der JT 2400 und dem E-Wing. Oder. Nee, ach nee, Han Solo und der T. Warte mal, was war das jetzt? Han Solo und E-Wing oder sowas? Irgendwie so eine Kombination daraus, glaube ich, noch damals. Damit habe ich ein Store Championship mal ganz gut abgeräumt. Und das war auch das einzige Erfolgserlebnis, was so bei X-Wing hängen geblieben ist. Hast du 2-0 mitgenommen oder hast du das links liegen lassen? Habe ich komplett links liegen lassen. Ich habe kurz vor 2-0 alles verkauft. Das waren. Oh, bestimmt 20 Schiffe, Rebellen, Resistance, Imperium, First Order hatte ich gar nicht zum Beispiel. Ein bisschen was Scum, aber nur ganz, ganz wenig irgendwie. Also das Scum waren so zwei, drei Schiffe, die hatte ich, glaube ich, mal bei einem Gewinnspiel von auf Facebook mal gewonnen, bei einem Händler. Aber das habe ich alles abgestoßen leider. Die Jungs aus Aachen sagen immer, weil die in der X-Wing-Szene relativ viel aktiv sind und weil wir auch viele Turniere in Aachen gemacht haben. Ich soll immer wieder mitspielen, aber wenn ich dann wieder Schiffe anpacke, weiß ich, warum ich keine mehr anpacke, weil das funktioniert einfach nicht mehr. Ja, ich kann das nachempfinden. Dein jetziges Hauptsystem. Hauptsystem würde ich immer noch Star Wars Legion sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da ist mein Turnierschwerpunkt mit drin.
Ich bin mit den Rebellen ja auch, ich würde es mal sagen, ziemlich bis relativ erfolgreich, jedenfalls hier in Deutschland, was das Ganze angeht. Wäre ja auch mit zur Weltmeisterschaft gefahren, wenn nicht abgesagt worden wäre und die Flüge gecancelt. Und sonst, was mich aber begeistert so als System, ist eigentlich Marvel Crisis Protocol zurzeit. Weil das ist ein Skirmish-System, es geht relativ schnell. Für Legion braucht man meistens eine gewisse Zeit dahinter. Und da wird jetzt auch, weil man halt so viele Turniere spielt und die Leute um mich herum mit meiner Spielgruppe auch viele Turniere spielen, dann wird das nicht mehr so. Also meistens machen wir irgendwie Testspiele für Turniere. Und dann fällt so dieser, wir treffen uns nur zum Bierchen trinken und zocken, fällt da so ein bisschen mehr hinten über. Weil wir alle halt beruflich so weit tätig sind, dass das dann immer knapp wird, weil wir uns teilweise mit dem Studenten treffe ich mich teilweise morgens nach der Nachtschicht bei mir und bevor ich meine Tochter abhole, so um 10 Uhr und fange dann an, mit dem noch schnell zwei Spielchen zu machen, bis 14 Uhr irgendwie durchzubringen. Und da kommt dieses Bier und Brezel nicht mehr ganz so viel raus. Und das lässt sich bei Marvel Crisis, finde ich, gar nicht vermeiden, dass man was anderes als Bier und Brezel spielt, weil man hetzt irgendwie einfach Superhelden aufeinander. Und das ist so, also das System macht mir momentan am meisten Spaß, aber mein Hauptsystem ist, denke ich, nochmal Star Wars Legion. Okay, also bleiben wir mal bei Marvel. Bei Marvel hattest du dich auch ziemlich engagiert. Du hattest da, ich Jo. glaube, das Regelwerk übersetzt. Ist da jemand auf dich zugekommen oder wie kam das? Ja, ich grüße einfach mal den Matthias, weil der sagte nämlich damals schon, als er das gesehen hat, das Spiel, oh geil und so. Und ich so, ja, erstmal nur Englisch. Nee, dann kaufe ich mir das nicht, dann mache ich das nicht. Nee. Ich so, pass auf, wenn du anfängst, dann übersetze ich das Ding. Ja, und so, müssen wir mal gucken. Und ja, ich habe die Videos angefangen, habe angefangen, das Regelwerk zu übersetzen. Und es gibt viele, also es gab ziemlich viele Leute, die immer gesagt haben, nee, sie spielen es nicht, weil es halt nur auf Englisch ist. Ist natürlich für den Verlag, denke ich mal, der es vertreibt, einfacher, eine einheitliche Sprache weltweit rauszubringen. Wir haben das ja bei Legion anfangs gesehen, dieses Wechseln von Deutsch-Englisch zuerst den Karten, dann Deutsch-Italienisch, um Sprachregionen mit dazu zu bringen. Dann erhält man manchmal nur eine Sprache nicht oder eine andere Sprache ist verspätet oder sonstige Scherze. Regionen releasen unterschiedlich. Ich denke, mit nur einer Sprache ist das vielleicht für den Händler einfacher, weniger Rückstände in den Lagern zu haben. Aber natürlich, man ist ja gewohnt als Tier. Man ist geneigt, das, was man spielt, auch entspannt lesen zu können und nicht jedes Mal nachdenken oder übersetzen zu müssen. Und trotzdem, dass es die Weltsprache geworden ist, gibt es ja immer noch Leute, die halt gerade Fachtermini oder so, ja, ich nenne es mal Regelenglisch, nicht so einfach runterlesen können, wie das Leute machen oder Leute, die das in der Schule schon mitgelernt haben. Das ist ja auch gar nicht böse gemeint, aber deswegen sagte ich mir, ey, komm, das Spiel ist so geil, ich übersetze das, damit der Rest einfach entspannt drüber lesen kann, das auch entspannt spielen kann. Und das war eigentlich so der Hintergedanke dahinter. Ich hatte es auch mal mit den Leuten von Atomic Mass Games per Facebook geschrieben. Da habe ich aber so eine unspezifische Antwort leider nur bekommen. Ich hatte das ihnen einfach angeboten, hören's, wenn ihr wollt, nehmt das zu euch, packt das in euer Format. Ich habe mir die Arbeit gemacht, aber Hauptsache es spielen Leute das System. Aber da haben sie irgendwie so eine unspezifische Antwort zurückgeschickt. Ob die das jetzt auf dem Schirm haben oder habe ich irgendwann mal eine E-Mail bekommen, nimm das bloß aus dem Netz raus und gibt es Ärger, so ein Motto, habe ich jetzt nicht bekommen. Also ich hatte ja Auszüge daraus gesehen und musste ehrlich sagen, da hast du richtig gut einen rausgehauen. Mir hat sehr gefallen. Wäre ich an dem Spiel interessiert, wäre das auf jeden Fall eine super Hilfe gewesen. Ganz ehrlich. Ja, weiß ich nicht. Also das ist natürlich nicht so geil wie das normale Regelbuch oder das Online-Regelbuch, weil ich halt nicht auf diese offiziellen Bilder zurückgreifen wollte. Ne? Also ich habe so viel wie möglich rausgelassen, was die mich selber so ins Netz stellen. Und habe auch immer reingeschrieben, wenn ich irgendwie Sachen direkt aus dem Original-Regelbuch übernommen habe, auch mit Seitenzahl, habe da eine Referenz mit reingeschickt. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht, wie die das sehen. Ob das für die okay ist nachher, wenn die mal selbst sowas in die Richtung machen. Oder ob es dann wie andere Verlage vielleicht damit ein Problem haben und das irgendwann später rausnehmen muss. Dann ist die Arbeit aber trotzdem da gewesen und es gibt genug Leute, die das angefangen haben damit. Und solange das Grundregelwerk übersetzt ist und jetzt nicht die ewig starken Regeländerungen kommen, kann man das ja im privaten Bereich nutzen und die kleineren Änderungen muss man sich halt mal per Hand dazu schreiben. Ja. Dein Lieblings-Marvel-Held im Crisis-Universum. Generell Captain America, Was auf kann jeden er Fall. denn? Was kann er denn Steve Rogers. Cooles? Ja, es ist einfach der Superheld. Das ist der.
Der kann eigentlich nichts ganz Besonderes. Der hat einfach seine gerade Linie, die er damit durchbringt. Klar, der ist irgendwie über besondere Steroide super stark geworden und kann das Schild in irgendwelchen komischen Winkeln werfen und das zurückkommen lassen, was sonst keiner auf die Kette kriegt. Aber mir gefällt gerade die gerade Linie, die er da vertritt. Auch wenn er sich da, je nachdem aus Sichtweise anderer Charaktere, wenn man so an die, also gerade filmmäßig an Civil War zum Beispiel denkt, sich da auch mit seinen Freunden, also gerade Iron Man, auch anlegt. Aber er vertritt einfach ganz stark seine Meinung und seine Linie und weicht auch keinen Zentimeter zurück. Und das finde ich in dem Charakter gerade so, ich sag mal, beeindruckend. Oder weswegen ich den so als Lieblings-Superheld mit habe, weil er halt einfach zu seiner Meinung steht, auch wenn das einige Probleme mit sich bringt. Okay. Was kannst du denn zu der Qualität der Marvel-Minis sagen? Qualitätsmäßig sind die gut, definitiv. Also wir haben ja gesehen, bei Star Wars Legion zum Beispiel haben sich die Qualität immer wieder verbessert. Das tut es bei Marvel Crisis teilweise auch. Also haben wir Miniaturen, die sind noch etwas detaillierter als andere. Habe ich einfach ein Gefühl. Kann auch einfach daran liegen, dass manche Comic-Designs einfacher gehalten sind. Solche Venom, das ist halt einfach eine schwarze Masse mit Muskeln mehr oder weniger, während Charaktere wie Shuri zum Beispiel, die aus Wakanda stammt, mit ihren Ornamenten auf dem ganzen Ding wesentlich detailreicher und auch qualitätsmäßig gefühlt besser gewesen ist. Aber es ist jetzt nicht so, als ob da so eine Linie mit dabei wäre, wo ich sagen würde, das geht gar nicht. Also es ist schon gefühlt Star Wars Legion so in manchen Sachen ein bisschen überlegen, jedenfalls den Anfangsminiaturen. Momentan, ich weiß jetzt noch nicht, wie die neuen Arc Trooper und so weiter, beziehungsweise die Phase 2 so sind, weil ich noch nicht selbst in der Hand hatte. Aber ich denke mal, also mit Games Workshop Sachen können die definitiv mithalten. Und wenn ich gerade auch so, weil ich die Idonet hier noch neben mir stehen habe, ich fluche bei denen zu kleben wesentlich mehr als bei den Marvel-Miniaturen. Also da sind auch kleine Teile mit dabei, aber wer Games Workshop gewohnt ist, der kann mit Marvel Crisis eigentlich umgehen. Das ist jetzt nicht das Problem. Also qualitätsmäßig gut, viele kleine Teile, teilweise so ein Kopf aus zwei, drei Stücken. Das ist schon ein bisschen ärgerlich und nervig, aber mit ein bisschen Filmmitsarbeit machbar. Mit der Antwort hätte ich jetzt ganz ehrlich hätte ich nicht gerechnet. Ich habe jetzt gedacht, okay, du setzt die Qualität nicht gleich mit GW, aber dass du die Ansage triffst, ist schon interessant. Ja, ist sehr ähnlich. Also wie gesagt, anfangs die Miniaturen, vielleicht ist der Grundboxen noch nicht ganz so gut, aber gerade Shuri oder sonst, ich finde, die sind ähnlich, also GW ist halt immer noch so, ne, wie soll man es vergleichen? Es ist, GW ist schon so der Vorreiter, das Luxusprodukt teilweise, was die so an, also mittlerweile, muss man dazu auch leider sagen, an Qualität raushauen. Nichtsdestotrotz, also es kommt ja, also wenn man die reine graue Miniatur betrachtet, glaube ich, hat die GW-Miniatur einige Details mehr als eine Marvel Crisis Protokoll-Miniatur. Für mich als Durchschnittsmaler, danach aber sehen die relativ ähnlich aus. Also die Qualität ist schon besser als bei anderen Systemen, finde ich, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, mit GW kann es ähnlich mithalten. Mhm. Würde ich jetzt auch sagen. Bastelst du für deine Platten, für deine Spielfelder, wenn du die Zeit dazu hast? Teils, teils. Ich benutze oft TT Combat-Gelände. Einfach, weil ich es mag, so vom Stil her mit dem mit dem MDF ist das ja, diese Holzverschnitten, nenne ich es jetzt mal. Und haben jetzt ein paar Dateien zum Drucken auch geholt extra. Aber so, weiß ich nicht, so Wälder oder so weiter, so kleinere, leichte Sachen mache ich schon selber. Mhm. Aber richtig Gebäude selber basteln, da bin ich, glaube ich, zu untalentiert für. Oder habe zu wenig Zeit, um mich da in Ruhe hinzusetzen. So. Ja, das ist es ja. Ätzendster Zusammenbau. Das liegt aber nicht an der Miniatur, glaube ich, selber. Aber der ätzendste Zusammenbau, an den ich mich erinnern kann, war meine erste Space Marine Hero Kommando Box damals. Das war so, 2008 rum, würde ich mal sagen. Wir hatten damals, glaube ich, dieses Kampf um Makrage 2006 oder 2007, glaube ich, damals gekauft. Und da waren die Miniaturen relativ einfach zu machen. Und dann habe ich mir diese Hero Box gekauft. Und das war dieses erste Mal, ich muss alles auseinanderschneiden und machen und tun. Und ich hatte den falschen Kleber natürlich dafür. Und
ich weiß nicht, boah, wie lange ich da geflucht habe, ehe ich irgendwann mal einfach den Sekundenkleber endlich genommen habe. Das war auch so für mich der ätzendste und schlimmste Zusammenbau, obwohl die Miniatur eigentlich total simpel ist. Aufwendigste Bemalung. Oh. Kann ich gar nicht sagen. So viel, also ich male zwar gerne oder meistens auch sehr schnell, was das angeht. Richtig aufwendig Zeit nehme ich mir nicht wirklich für einzelne Miniaturen. Ich bin halt, also ich weiß, dass ich von meinen Skills her nicht der beste Maler bin, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also da gibt es Leute, die wesentlich bessere Resultate für ähnliche Zeit oder mehr Zeit auch hinstellen und dass ich dann nicht hinkomme. Ich bin halt eher der Spieler. Ich glaube, das letzte Modell, was ich relativ aufwendig gemacht habe, war Shuri, wo ich mich wirklich dran gesetzt habe, die ganzen Ornamente nochmal Gold zu machen und hier und sonstiges. Aber ich nehme die Grundfarben meistens, nehme noch eine Tusche mit drüber, mache so ein paar Akzente vielleicht maximal mit rein und dann ist für mich in so eine Miniatur auch abgearbeitet. Ich nehme mir nicht die Zeit dafür, so Ewigkeiten da dran zu sitzen, wie andere das können oder tun. Hast du gerade was auf dem Maltisch? Auf dem Maltisch tatsächlich nicht, aufgrund der Tatsache, dass mir momentan die Grundierung noch fehlt und ich eine neue Grundierung kaufen muss. Auf dem Basteltisch stehen aber aktuell noch ein paar Idunat Deepkin von Age of Sigma. Da bin ich aber auch fast durch. Also so der Mal- und Basteltisch ist momentan aktuell sehr leer. Sonst würde aber von Marvel Crisis Protocol die aktuelle Erweiterung auf dem Tisch stehen: Corvus Glaive, Proxima Midnight, Nebula und Gamora, also alles so Guardians of the Galaxy bzw. Children of Thanos. Die habe ich als letztes auch gepostet gehabt, aber das ist auch schon puh, 2, 3 Wochen her wahrscheinlich. Ich habe sie seitdem nicht mehr angepackt. Ich habe sie nur in den Schrank gepackt. Habe aber noch kein Video gemacht. Ich hänge aktuell etwas hinterher. Das ist einfach. Ich komme abends nach Hause und mache dann noch ein bisschen Kram, räume mal auf. Und Hobby bleibt leider viel auf der Strecke, trotz Corona. Alle anderen stellen Armeen fertig und ist selber kaum nicht dazu. Das ist ein bisschen frustrierend. Aber es ist schön zu sehen, gerade in der Marvel Crisis Gruppe, auch bei WhatsApp, gehen viele Bilder von fertigen Miniaturen rum und Leute im Homeoffice malen danach in ihren Pausen mal immer wieder was dran und machen und tun. Und es ist schön einfach zu sehen, dass das System in gewissen Regionen, gerade so, ich glaube, um Stuttgart, Darmstadt unten die Ecke rum, da wächst es so mit mehreren Spielern, zum Beispiel im Ruhrpott wächst es, da bemalen viele Leute schon und dass man dann, wenn die Leute alle bemalt haben, auch Leute hat, mit denen man schon mal spielen kann. So ähnlich wie Star Wars Legion angefangen hat. Also, wenn ich überlege, wir sind zu Turnieren oder haben Turniere aufgezogen in Gladbach zuerst, da haben wir mit Mühe und Not 6 Leute zusammengekriegt. Also, da waren wir froh, dass 6 Leute gekommen sind. Und jetzt sind wir dabei bei einer Spieleranzahl, gerade mit so. Wenn wir mit den Würfelgöttern zusammen sind, da kommen mal eben 50 gefühlt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, oder wir haben mehr Anmeldungen, als dass wir eigentlich stemmen können für die Räumlichkeiten. Also ich denke mal, Marvel Crisis ist da auf einem guten Weg und Alles klar. Hast du eine Meinung zu Corona? Zu Contrast? Entschuldigung. Contrast zu Corona. Ja, ich glaube, da hat jeder nochmal. Die arbeitsbedingt halt einfach ist, aber ich glaube, das lassen wir hier aus dem Hey, da Interview wollte ich auch gar nicht drauf raus. hinaus. Ich wollte auf Contrast hinaus. Entschuldige. Kontrastfarben. Habe ich keine ausprobiert. Bis dato gar keine. Ich weiß nicht. Ich habe eine Farbpalette, ich benutze viel Army Painter Farben und ich hätte mir damals das Apothecary Wipe, glaube ich, mal geholt, als ich mit Klon so ein bisschen geliebäugelt habe und gespielt habe. Habe ich damals nicht bekommen. Also nicht benutzt und dementsprechend keine Kontrastfarbe bis dato. Ich wüsste auch gar nicht, vielleicht für die Deepkin hole ich mir mal eine. Ich weiß aber noch nicht, welche und warum und in welchem großen Stil man die verwenden sollte. Und gerade auch so, ich weiß nicht, ob man damit, also alle sagen immer, ja, damit kriegt man super Ergebnisse schon hin, einfach nur mit einmal auftragen und sonstiges. Ich habe es nicht ausprobiert, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich denke aber mal, aus Erfahrung so gefühlt, wenn ich nochmal eine Kill-Team-Truppe der Imperial Fists oder sowas zusammenstellen sollte, also irgendwie ein kleines Team, was gelb ist, dann werde ich mir Contrast-Farbe holen oder eine vernünftige Farbe holen, weil ich weiß, dass gelb immer scheiße zu malen ist, scheiße deckt und deswegen hoffe ich dann da, dass das dann in einem wenigstens halbwegs hübsch aussieht. Ja, fühle ich absolut mit dir. Dein Weg zu den Dead Trooper West, wie sah der aus? Ja, damals hat mit Daniel den Channel angefangen. Jetzt vor 2 Jahren fast. Und damit
glaube ich, damals gab es die Edge Super Wrestler noch gar nicht. Ne? Wir haben nur unter dem YouTube-Kanal das Ganze aufgezogen. Nach und nach Leute sind dazugekommen, wie Luke, wie Julian, wie der Sascha. Das würde ich so als die ersten wirklich mit damals betiteln, weil wir damit auf den Turnieren waren, im NRW-Bereich auch schon mal ein bisschen weiter weg waren. Und irgendwann kam einfach mal dazu, ja komm, lass ein Team gründen. Das ist jetzt schon, weiß ich gar nicht, wie lange das her ist, ne? Und ja, da kam auf den Namen mit, weil wir bei DTW so, weil wir darüber halt auch den Channel halt angefangen haben und weil gerade Dan und ich relativ präsent auch waren auf den Turnieren, dass man halt das DTW direkt als Synonym halt zu uns verwenden konnte, damit man auch so eine gewisse Zugehörigkeit zu uns hatte und dann sind wir bei der Turbo West gelandet. Die Tabletop-Community an sich, also mit den Spielen, mit denen du so unterwegs bist, wie empfindest du die? Also ich bin Warhammer 40k damals gewohnt gewesen. Das war stellenweise echt ätzend. Das war der Grund, warum ich Ad Acta damals gelegt habe, weil ich da mit einer gewissen Gruppierung, die relativ stark in Deutschland vertreten ist, mal, also mit einem der Spieler aneinander geraten bin während eines Matches und so unschöne Erlebnisse hatte, wo ich dann sagte, nee, komm, das willst du nicht nochmal machen. Und Legion ist eigentlich ziemlich entspannt. Also man kann auf Turnier-Augenhöhe auch mit Leuten, also wenn man auf ein Turnier fährt, merkt man ja meistens, wie die anderen Leute aufgestellt sind und wie die das machen wollen. Ich bin noch mit keinem, ich selber bin noch mit keinem aneinander geraten, muss ich dazu sagen, der mir eine schlechte Erfahrung hinterlassen hat, selbst wenn du das Spiel verloren hast. Also jetzt, dass das da irgendwer gedrückt hätte oder versucht hätte, mich zu nerven oder zu ärgern. Also da bin ich mit der Community echt zufrieden. Zu Marvel kann ich schon nichts sagen. Die Leute kennen wir halt nur aus dem WhatsApp oder sonstiges oder Matthias oder sonstige Leute, die kenne ich von Legion halt. Da weiß ich, dass die auch vernünftig sind. Und sonstige Tabletop spiele ich nicht auf Turnieren. Da kann ich aktuell sonst nichts zu sagen. Bin ich zu 100% bei dir. Also bei den Legion-Leuten, da ist mir noch niemand auf die Füße gestiegen und schon gar nicht stehen geblieben. Also man hat so zwischendurch, wenn man halt auch Judge auf dem Turnier ist, gibt es immer ein paar Leute, die ein bisschen garstig reagiert haben, je nachdem, was da gelaufen ist. Das ist aber auch immer schwer nachzuvollziehen, wenn man erst nach der Situation dazu gefragt wird als Judge oder dazu geholt wird. Ohne diese, also man müsste solche Situationen halt, gerade wenn Leute davon sprechen, ja, der hat dann da, meine Güte, also ich glaube, der hat dann da noch eine Aktivierung gehabt oder sonstiges. Das ist immer, man kann es so nicht sagen. Ne? Also es kann auch einfach sein, dass Leute selber dann ein falsches Bild davon hatten. Oder ich möchte ja keinem was unterstellen erstmal. Ne? Also es ist immer ein bisschen schwierig, gerade wenn man Judge dann ist. Ohne halt das gesehen zu haben, ist es immer schwierig, darüber zu urteilen. Ja, du gehst ja auch nicht in der Diskussion rein mit dem Vorsatz von wegen oder dem unterstellen zu wollen, du willst bescheißen, das macht ja keiner. Genau das ist es nämlich. Du musst ja, also irgendwie versuchst du unparteiisch zu sein. Und wer mich eigentlich als Judge kennt, selbst wenn ich zu meinen eigenen Leuten mit an den Tisch gerufen werde, ist es selten so, also ohne das Böse zu meinen, aber selten ist es so, dass ich für meinen Teamkameraden die so eine Situation entscheiden kann. Das ist halt einfach. Dann musst du unparteiisch sein und das muss man sich auf der Rückfahrt dann vielleicht anhören, aber Ja, alles klar. Ich weiß. sind sie selbst schuld. Judge, Turnierspieler, Veranstalter. Ja, alles drei. Und auch Veranstalten bei Legion oder auch bei anderen? Legion, Marvel, nicht Marvel Crisis, auch steht schon wieder. Das ist in der Mache, aber noch nicht offiziell ausgeschrieben. Aber Legion mache ich in Aachen, X-Wing mache ich in Aachen trotzdem noch, aber nur als Veranstalter. Den Judge gebe ich da an Leute ab, die mehr Ahnung von dem Spiel mittlerweile haben. Aber die ganze Vorbereitung und so weiter übernehme ich da. Und für Song of Ice and Fire mache ich auch noch in Aachen. Die Turniere schreibe ich aus, kümmere ich mich drum und kümmere mich dann meistens ums Essen, um die ganze Orga, um den Ablauf. Aber selber spielen tue ich es auch nicht mehr. Das Okay. habe ich ad acta gelegt, weil ich weiß es nicht. Hat mich nicht genug gereizt. Und es ist ein sehr durchdachtes Spiel, aber musste noch viel mehr jede Sekunde und jeden Trigger mitkriegen. Ich glaube, das ist einfach eine Gewöhnungssache, aber dann gesagt, ja gut, Legion ist mein Steckenpferd, da bleibe ich auch bei und da versuche ich auch alles genauestens mitzukriegen und dann lieber einen Tabletop abgeben, als alles verstaubt. Was war so die schönste Location, die du besuchen konntest? Schwierig.
Also ich war ja schon beim Finn oben in Oldenburg, in dem Laden auch noch waren wir auch gewesen, aber nicht Oldenburg selber. Dann, ich war in Worms mit dabei, aber pff, schönste Location. Würde das Museum nehmen, einfach wegen dem Ambiente. Vom Platz her nicht unbedingt, da gibt es geilere. Da war, fand ich die Headblast sogar sehr geil, weil da die Tische zwar nebeneinander standen, aber da hat man da hinten gut Platz gehabt. Und auch, ja, das Turnier in Oldenburg war auch sehr gut oben gewesen beim Finn. Also die Locations tun sich allermeistens sogar vom Feeling her, also vom Platz und sonst dem her, aber vom Feeling her war es Museumsturnier. Also sind die Museumsturniere immer die geilsten. Warst du damals mit bei den Würfelgöttern? Kennst du die Location? Ja. Aber da fand ich finde das geil da unten. Aber Platz war da auch, keine Frage. Aber an manchen Ecken und Enden ist es dann doch was knapper gewesen, weil man dann also relativ nah beieinander stand und aneinander gerasselt ist, so gefühlt. Aber da fand ich, wie gesagt, da passen mehr Leute rein, das macht es cool. Aber das Museum ist für mich immer noch feelingmäßig, alles, was drumherum ist, Ausstellung nebenbei. Das ist so für mich die coolste Location immer noch. Aber im Würfelgürtel fand ich halt toll, auch dieses Familiäre, ne? Die kochen selber, brutzeln selber, stellen dir da alles am Tisch, das ist auch tierisch cool. Da kann man gar nichts gegen sagen, gerade auch der Ja. Preis, den sie damit anbieten Ja. und wie man da essen kann. Wie gesagt, ich bin auch mit den Würfelgöttern extra im Gespräch für Marvel Crisis, nämlich. Das ist das. Interessant. Ich hatte mit dem Fabian, glaube ich, ist das. Ich habe es manchmal mit Namen nicht, aber mit dem habe ich extra schon gesprochen. Dann kam aber seine Klausurphase und kurz darauf kam dann Corona. Und seitdem brauchen wir einfach erstmal nicht mehr planen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Bro Jurist, ne? Ich meine, irgendwas in der Richtung ist er da am Studieren. Ich will mich aber nicht festlegen. Ich meine, hätte er mir mal erzählt. Zu dir Habe ich noch nicht zurück. gehört, aber gut zu wissen. Zu dir zurück. Lustige Anekdote oder Story zum Turnierleben. Lustige. Spontan fällt mir da keiner an. Ich glaube, da müsste ich drüber nachdenken und das irgendwann erreichen. Aber wäre jetzt so nichts, was mir. Ja, doch, warte mal. Gab da eine Regelerklärung für relativ am Anfang noch. Da hat Daniel und dem Günther die Kommandohand erklärt. Und Günther spielte, glaube ich, zwei Commander oder sonstiges. Und Daniel hat ihm gesagt: Nee, du musst auf jeden Fall Hinterhalt, Vorstoß und Offensive mitnehmen. Auf jeden Fall, die müssen da sein. Dann stehst du dann da neben, also guckst als Judge mal über die Schulter, weil er dich fragt. Ich so: Warum spielst du eigentlich nicht von Vader die 1-Pip-Karte, aber die von Wirst? Ich muss doch die mitnehmen. Nein, musst du nicht. Oder sonstige Sachen. Also, da hat der Daniel mir so erklärt. Ja, der Daniel spielt auch immer nur einen Commander. Das Okay. war. Wenn du auf der Messe bist, schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft vielleicht. Was interessiert dich da? Guckst du auch nach rechts und links? Gehst du steady nur in die Tabletop-Halle? Wie machst du das? Letzte Messe, die ich besucht habe, war, glaube ich, Buchmesse sogar. Ich war auf der Spielemesse dieses Jahr gar nicht. Letztes Jahr Spielemesse. Nee, hatte ich mir nicht angetan, weil ich wäre vor allem für die Obi-Wan-Figur gefahren. Viel Release-technisch ist da ja meistens nicht Neues. Also für die Leute, die sich eh im Internet mit informieren und gucken und machen und tun, tut sich da nicht viel. Man kann natürlich immer nach links und rechts gehen. Ich gehe gerne zu Brettspielen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Oder Pen and Paper-Ecken. Also solche Stände besuche ich, weil man da manchmal so ein paar Schätze abstauben kann. Und Buchmesse war ganz nett, habe ich mir mit angeguckt, aber Messen würde ich weniger für Tabletop, glaube ich, hingehen, sondern mehr Brettspiele, weil da gerade so immer dabei sind. Pen & Paper ist bei dir, glaube ich, Cthulhu und Nur Shadowrun. Cthulhu. Nur Cthulhu, Nee, okay. nur Cthulhu, ja. Hast du da. Steht Ja. da hinten. ja, ich nehme an, bis vor kurzem hattest du da auch noch eine Gruppe. Also vor Corona habt ihr da noch aktiv und viel gespielt? Ja, als wir damals das Schwarze Auge gespielt haben, haben wir relativ häufig gespielt. Dann ist die Gruppe leider kaputt gegangen, weil man verschiedene Vorstellungen hatte und
Man hat aber viel, habe ich bei einigen Leuten mit nach Cthulhu rübergenommen. Nach einigem Hin und Her dann da haben wir jetzt aber eigentlich eine Gruppe, die sich fest etabliert hat. Darunter sind auch Luke und Sabrina zum Beispiel bei uns aus dem Team. Und einer aus meinem alten Lasertag-Team spielt noch mit Cthulhu und ein paar Leute sonst noch so, die aus dem privaten Bereich dabei sind. Wir haben uns unregelmäßig so alle 4 Wochen mal für eine Runde verabredet gehabt. Und wir haben morgen Abend unsere erste Runde wieder, aber mit dem Zusatz, wir dürfen uns ja mittlerweile mit 2 Haushalten treffen. Richtig. Dementsprechend, ein Kollege kommt zu mir, dann stellen wir den PC auf und lassen über Kamera den anderen Haushalt mit dran teilnehmen. Ja, hey, aber gute Idee. Ja, geht nicht anders, aber die anderen sagen so für sich so, online ist ein bisschen komisch, verstehe ich auch, ich bin da eigentlich voll gegen. Ich habe immer gesagt, wir machen niemals eine Online-Runde, aber wir haben so ein Auge geworfen, auf eine Kampagne zu gehen und was Längeres zu spielen, als nur so Einzelabenteuer, die wir lose miteinander verknüpfen. Und dementsprechend viel Vorbereitungskram für mich als Spielleiter, weil ich darf ja nie Spieler sein. Alle wollen immer spielen und ich sitze dann da und mache und tue und muss dann gucken, wann alle wieder nach links ringen, obwohl ich eigentlich einen dicken roten leuchtenden Pfeil nach rechts gemacht habe. Aber hoffen wir mal, dass wir das so wieder rankriegen. Also jetzt so über die Online-Runde oder wenigstens Leute damit dran teilzunehmen und dann sobald das Ganze aufhört, dass man so stabil alle 4 Wochen spätestens eine Runde organisieren kann. Kommen wir nochmal zum Tabletop zurück. Zukünftige Erscheinungen, auf die du dich freust? Den Clan Dren für die Rebellen, also die Mandalorianer, die Kopfgeldjäger. Upcoming Releases, Marvel Crisis Protocol, Thanos und den Rest drumherum. Sonst. Ja, bei AOS bin ich an diesen Luminet Realm Lords, glaube ich, sollen sie jetzt heißen. Die neuen Hochelfen, nenne ich es mal. Daran finde ich ganz schick eigentlich, weil ich finde, Hochelfen auch damals habe ich auch das ganz, ganz alte Regelbuch, wie nannte sich das? Armeebuch. Das ganz alte Armeebuch davon habe ich jetzt mittlerweile entsorgt, weil es so kaputt ist. Und da Daniel mir die Echsenmenschen weggeschnappt hat, habe ich ein Auge auf die Hochelfen geworfen. Sonst, da haben wir quasi dasselbe Auge geworfen. Ja, kann ich gerne haben. Ich bin mit meinen Cthulhu-Wasserelfen reitenden Armen. Ich finde die Dinger geil. Also gerade so storytechnisch, so dass das so abgefuckte, darf ich abgefuckt sein? Ist ja nicht spät. Alles gut. Diese kaputten Elfen da habe, seelenlos, die irgendwelche Siedlungen überfallen, um Seelen zu stehlen, aus dem Meer kommen, die Meereskreaturen dazu nehmen. Und aber eigentlich für das Gute kämpfen und nicht irgendwie chaosmäßig angehaucht sind, sondern eher so ein fehlgeschlagenes Experiment sind und sich damit über Wasser halten, Seelen zu stehlen, um den Kampf gegen das Böse aufzunehmen. Also so ein grauzonenmäßig, nebenbei halt geile Modelle und das ist mir bei denen angetan, wenn ich ehrlich bin. Also weniger jetzt, ich habe gar nicht drauf geguckt, so von wegen, was die können. Aber ich hoffe mal, dass man etwas reißen kann. Also ich finde es ganz cool, dass die diese Flutmechanik sozusagen mit reinbringen. Also die haben jede Runde haben die einen anderen Effekt sozusagen, der sich über die Armee verteilt. Und dass man damit ein bisschen arbeiten kann, um einen coolen Charge hinzulegen, sich besser zurückzuziehen oder in Deckung zu bleiben, so ein Kram halt. Storytechnisch einfach für mich der Riesenpunkt gewesen, weswegen ich sie genommen habe. Tabletop News, wie hältst du dich da so am Laufenden? Hast du da einen Tipp für uns? Eigentlich Tabletop News, ich nutze Facebook, die ganzen offiziellen Kanäle vor allem. Sonst, die ganzen Publisher machen jetzt momentan meistens YouTube- und Twitch-Vorstellungen. Also irgendwo streamen die das Ganze, um halt dann ihre Release-Politik als Panels und präsent für die Leute zu bleiben. Gerade GW macht das ja jetzt sehr gut. Jeden Sonntag irgendwie waren da Releases angekündigt und gezeigt. Meistens, glaube ich, als Textform, aber zwischendurch hat man ein paar Videos nochmal, als eigentlich die großen Messen in den USA gewesen sind. Marvel Crisis, beziehungsweise halt Atomic Mass Games als Publisher davon, macht alle paar Tage
live malen teilweise zu bestimmten Miniaturen, zeigt dann auch die Charakterkarten davon zum Beispiel, weil die ihre Releases einfach weiterhin durchdrücken können. Und ja, sonst das einzige System, was bei mir sonst noch im Schrank steht, ist Blood Bowl, und da erscheint leider nicht viel Neues, ne? Nee. Also sonst, wie gesagt, Fantasy Flight Games macht ihre Releases eher etwas unzuverlässig. Also wenn die Artikel kommen, sind teilweise die Minis ja schon draußen, es kommen nie wieder Artikel. Dann alles, was geleakt worden ist, ist bis dato gezeigt. Es gibt momentan keine neuen Video-Channel oder Videobotschaften von denen, dementsprechend auch kaum Gerüchte drum. Leider ein bisschen Flaute in dem System, aber sonst newsmäßig das einzige Medium halt Facebook oder halt YouTube, mal so ein paar Sachen zu sehen und hoffen, dass die Zeit schnell vorbei ist, dass da wieder was Neues kommt. Letzte Frage von meiner Seite. Hast du irgendwelche zukünftigen Projekte, die du gerne angehen möchtest? Ich wollte unter Umständen eine kleine Pen-and-Paper-Ecke für den YouTube-Kanal noch mit einrichten. Einfach so ein bisschen was Releases zeigen zu Cthulhu gerade, weil letzten Endes das macht kaum ein Mensch gefühlt. Also so gerade so ein Buch, also so ein Buch oder Abenteuerrezension einfach mal dazu, dass man ohne versucht ins Detail zu gehen und zu spoilern mal so ein paar Abenteuer vorstellt, das Ganze mal so, ja, ich nenne es mal als einfach, also je nachdem wie einfach das zu spielen ist oder wie flüssig die Story ist, wie man das also einfach mal empfindet, das Spielerlebnis dahinter, auch diese ganze Thematik, also weil so ein Buch erscheint ja dann und da sind dann vier Abenteuer drin und wenn man sich das Buch kauft, man hat ja irgendwie eine gewisse Vorstellung davon, was so der Name des Abenteuers und der Klappentext dazu sagt, den man offiziell einfach so lesen kann. Aber dann liest man das Ding und davon ist dann eins brauchbar oder keines gefühlt, wenn man sagt, nee, das passt meiner Gruppe gar nicht, sowas möchte man, weil Cthulhu ja immer so ein Horror und ein teilweise abstoßendes, also teilweise ist das ja ein sehr psychisch belastendes Ereignis für manche Spieler unter Umständen, je nachdem, welche Thematik angegangen wird. Da wird ja viel mit Elementen gespielt, wo man aufpassen muss, wenn Menschen selbst irgendwie Erfahrungen damit gemacht haben, wie man das Ganze anbringt. Oder auch, wir hatten mal ein Abenteuer gespielt, da ging es um ein entführtes Kind und Kindesmisshandlungen so in die Richtung. Und sowas dann so zu verpacken, weil jeder sich darunter ja selbst, wenn man nur gewisse Teile erzählt, selbst was vorstellt, da muss man manchmal so eine Gratwanderung gehen. Und wenn man relativ junge Spielergruppe hat oder zum Beispiel viele gerade neue Väter zum Beispiel, dann ist so, glaube ich, wenn man gerade dann so Kindesentführung, kleines Mädchen, Kindesmisshandlung geht, ist diese Gratwanderung nicht drin zum Beispiel. Und da würde man dieses Buch vielleicht etwas hinten überfallen lassen, vielleicht was anderes zum Beispiel holen. Sowas möchte ich irgendwie zeigen, mit rüberbringen, einfach mal so den Grundzug dieses Abenteuers vielleicht mal vorstellen, damit jeder sich was darunter vorstellen kann. Und ich weiß noch nicht, wie ich das umsetzen soll, aber das ist so für mich das nächste Projekt, was ich angehe. Weil für Marvel Crisis habe ich einen Tisch fertig, der zweite ist jetzt bald fertig dann. Da kommt nicht mehr viel dazu. Da werden jetzt ein paar Gebäude gedruckt, dann habe ich auf jeden Fall, sollte ich genug haben für zwei Tische schon eigentlich. Star Wars Legion habe ich meine zwei, drei Tische auch, die zwar nicht vielleicht die hübschesten sind, wer sie kennt, aber die turniertauglich sind. Und ja, Blood Bowl muss ich meine Liga wieder ein bisschen ankurbeln, sobald jetzt die Kontaktbeschränkungen runtergefahren werden. Und das ist das Einzige. Also eigentlich alles nur wieder am Laufen halten und hoffen, dass es dann weitergeht. So, ich habe dich jetzt 40 Minuten habe ich dich quatschen lassen. Alter. Hast du noch irgendjemand, irgendwas, ja, was du noch ansprechen möchtest? Nee, einfach nur, dass ich hoffe, dass die Leute, die jetzt zugucken, die Zeit einfach durch YouTube-Videos und alles andere rumkriegen, dass man sich bitte nicht unterkriegen lässt und auch wenn das scheiße ist mit den Kontaktbeschränkungen, dass man versucht, wirklich bis dato so, wie es halt auch ist, sich mit dran zu halten. Das ist so eine Bitte von mir, gerade weil ich aus dem Gesundheitsbereich komme und auch sehe, was das Ganze bei Erkrankten anrichten kann, dass man, egal wie man dazu steht oder dazu, dass man hoffentlich sich einfach gesund hält und gesund bleibt vor allem und einfach hoffe, dass die YouTube-Videos, die wir und andere Kanäle vor allem auch mit produzieren, die Zeit ein bisschen erträglicher machen, dass man da einfach stark bleibt und durchhält. Ich glaube, man kann deinem Berufsstand oder ähnlichen Berufsständen kann man gar nicht genug danken für ihren Einsatz, den die da draußen bringen. Es ist, nee, da muss man einfach auch mal sagen, finde ich.
Ich meine, wir würden unseren Einsatz ja genauso bringen, wenn jetzt keine Krise wäre, muss man einfach dazu sagen. Ich bin da ein bisschen zu, ich finde das toll, dass Dankbarkeit aus der Bevölkerung kommt für unseren Berufsstand. Keine Frage, das möchte ich gar nicht runterspielen. Aber als Notfallsanitäter bin ich auch öfter mal im Dienst angepöbelt, angegriffen worden. Ich habe die Polizei mit dabei gehabt, habe Patienten und/oder Angehörige oder schaulustige, sonstige Menschen mit abführen und festnehmen lassen müssen, je nachdem mal. Ich kenne die Schattenseiten halt davon und diese Dankbarkeit und diesen Sicht auf unseren Berufsstand hoffe ich einfach, dass der ein bisschen nach der Krise erhalten bleibt. Ich möchte nicht, dass da irgendwie jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwie weiß, wenn ich sage, was ich arbeite oder so, dass mich jemand da überschwänglich mit Danke überhäuft, sondern einfach nur, dass man vielleicht so ein bisschen Verständnis für den Berufsstand auch danach noch behält. Das, glaube ich, fände jeder von uns aus dem Bereich schön und dass wir dann danach auch besser verstanden werden, was der Berufsstand mit sich bringt. Ja, Christian, ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis demnächst und vielleicht seht ihr mich dann auch nochmal selbst auf dem Kanal, aber man weiß nie, was die Zeit bringt. Halt Alles. dich, Jan, ne? Jo, mach's gut. Ciao. Wir sehen uns. Ciao, ciao.